Heute schneide ich mal eine Dekoration, Papierdekoration für ein Teelicht. Das habe ich mal ganz hell aufgedruckt, damit ihr auch seht, wo ich schneide. Und mit dem Pressung- und Warnhinweis sozusagen. Das Ganze werde ich mit Skalpell ausschneiden, Lineal. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Also, das Schwierigste sind natürlich die unregelmäßigen Kurven, die kleinen Kreise, und ich denke mal, los geht's. Skalpell, ein ganz scharfes ist es, mit sehr spitzer Klinge. Das heißt, ich kann auch damit ganz gut einen 300 Gramm Karton durchschneiden. Anfangen tue ich, wie gesagt, mit den Giebeln. Es ist ein Häusermotiv, eine Häuserreihe, Altstadthäuser. Und dann schauen wir mal, wie ich mich zurechtfinde. Mit ziehendem Schnitt werde ich das Ganze machen. Daher wird die Klinge auch nicht zu sehr beansprucht. Durch ist es. So, das ist einmal der grobe Schnitt, die Außenkonturen. So sieht's aus erstmal. Voilà. Jetzt kommt der einfache Part. Es wird einfach entlang den Linien geschnitten.
So sieht es aus. Ja. So, fertig ist das Ganze. Es kann jetzt geknickt werden. Diese Teelichtpapierdekoration ist nur in Verbindung mit hohen Teelichtgläsern, beziehungsweise Einmachgläser oder Marmeladegläser verwendbar. Diese hier, die sind nicht gut, weil die Flamme rauskommt. Also weg damit. Dieses Papierlicht können wir jetzt hier einsetzen. Als so sieht es dann aus. Ich habe hier jetzt auch Feuerzeug. So sieht's aus. Das kann man hier rein tun oder noch besser in ein hohes Glas. Und dieses hohe Glas sieht dann so aus.
Tsss.